Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video vom Zen Garden Paraguay. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen die Außenanlage, wie sich das alles verändert hat, wie grün es geworden ist. Hier stehen wir direkt bei unserem provisorischen Pool, denn klar, wenn wir hier mit dem Bauen noch nicht fertig sind, können wir auch den Pool mittendrin nicht reinsetzen, der würde ja bei den weiteren Baumaßnahmen kaputt gehen. Also wir haben uns für einen provisorischen Pool entschieden, der hat so 5,5 auf 5,5 Meter. Dass das Wasser grün erscheint momentan, liegt eben an dem Semisombra, das wir oben drüber gesetzt haben. Ihr seht jetzt hier hinten auch schon den Parkplatz, den Kinshu, ihr seht hier der Rasen, alles ist schon wirklich schön grün. So, hier unser Oleander blüht schön, wächst. Wir haben da vorne noch einen weißen Oleander, hier einen Grapefruitbaum und hier einen, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Ich glaube Magnolia, vielleicht aber auch was anderes. So, da seht ihr schön den Kinshu. Da fehlt momentan ein Tisch, der ist auf einer Terrasse der Gäste mit dazu gemacht worden. Hier seht ihr die Terrasse von Kolibri. Und wir gehen weiter. Hier seht ihr, was passiert, wenn wir 40 Grad haben und unsere Hunde sich einbuddeln. Da wird hier das ganze Gras weggekehrt, weil die Erde dann einfach feucht und kühler ist und dann kann man sich einfach darüber den Körper schön abkühlen. Das machen übrigens nahezu alle Hunde in Paraguay, dass sie irgendwo bei der Erde sich einbuddeln. So, hier die nächste Terrasse und ihr seht hier immer weiter, alles ist schön grün. Hier noch ein Stück, schaut mal. So, die Pflanzenkläranlage sieht auch immer hübscher aus. Ihr seht hier schöne viele Blüten. Der Blick nach vorne zum Rezeption- und Hausmeisterhaus, alles schön grün. So, hier schaut mal der Weg. Und hier hinten Richtung Waschmaschine und Mülltrennung. Die Bananenpflanzen sind schon schön am Wachsen, die Traubenpflanze. Hier unser Spa-Haus. Es ist fertig, aber eben noch nicht eingerichtet. Das heißt, der Whirlpool, der hat Verspätung. Der sollte eigentlich ja schon am 17. Dezember kommen und ist bis heute leider nicht da. Aber das ist Paraguay. Hier vor dem Haus haben wir ein bisschen schon angepflanzt. Hier mit Rasen weitergemacht. Hier haben wir übrigens unseren schönen Mandarinenbaum. Und ich zeige euch gleich was. Hier, schaut mal. Seht ihr diese wundervollen Mandarinen? Die sind jetzt natürlich alle noch nicht reif, aber das wird eine richtig hübsche Ernte. Und hier seht ihr auch um die Buddha-Station haben wir überall schon den Rasen. Hier haben wir schon Rasen. Ja, sieht also alles schon wirklich viel, viel grüner aus. Hier haben wir schon angefangen Rasen setzen. Hier wird jetzt noch ein kleiner Weg kommen. Deswegen ist hier noch kein Rasen. Der wird hier zur Tür gehen. Wie gesagt, hier ist der Spa-Bereich. Es fehlt sowohl die Sauna als auch der Whirlpool. Schaut mal, hier haben wir ein Fliegevieh. Weiß gar nicht, was es ist, aber es ist schön außen. Wir haben natürlich die Fliegengitter dran. Hier haben wir schon mit Rasen weitergemacht, der im Entstehen ist. Hier unsere zwei ehemaligen Ananas, unsere zwei Pflanzen mit Ananas. Die haben natürlich geerntet, jetzt muss man warten, dass diese hier noch ein bisschen, die Babys sozusagen, dass sie ein bisschen größer und stärker werden, dass man die umpflanzen kann und dann kann die ganze Pflanze hier entfernt werden. Hier, dieser Halbkreis ist der Ablauf von der Pflanzenkläranlage, der geht hier weiter und geht hier so ziemlich gerade rüber, ja, hier von dem Viereck, hier gerade rüber und dann hier so im Halbkreis nach hinten, da müssen wir Unkraut mähen und dann den Rasen schneiden. So, was ihr aber auch sehen könnt, wir haben hier schon vorbereitet, hier werden wir einen Grillplatz hintun. Und hier haben wir schon zwei Papaya-Pflänzchen und vier Bananenpflänzchen auch wieder hingesetzt. Das hier ist übrigens eins der Avocado-Bäumchen, die ich mal in einem Video hier gepflanzt hatte. Das sieht schon richtig stattlich aus. Hier bei den Beeten haben wir nicht so viel gemacht dieses Jahr, weil wir eben mit Bauen und Vermieten und allem beschäftigt waren. Aber hier seht ihr Ananaspflänzchen schon. Dahinter, das ist ein Feld mit Batate. Das ist hier so die Süßkartoffel aus der Region. Hier drüben haben wir oben die Maracuja-Pflanze. Unten ist im Prinzip mehr oder minder nichts. Wir haben, glaube ich, irgendwo ein paar Paprika gepflanzt. Und im ganz hinteren Beet ist momentan gar nichts. Ja, dann gehen wir hier weiter. Hier ist nochmal eine Avocado, ein Baum.
Der ist sogar, das weiß ich ziemlich genau, von Kernen gezüchtet. Das habe ich nämlich selbst gemacht. Das andere hatten wir geschenkt bekommen von einer Nachbarin. Hier ist noch unser Pflanzenreservoir, was wir jetzt aber bald abbauen können, weil wir jetzt so von denen genug haben. Hier unsere französische Ruheecke. Wie ihr seht, da ist es jetzt, sind wir dran am Begrünen, auch den Weg. Wir haben hier einen kleinen Weg gemacht, seht ihr hier. Okay. So, hier haben wir mit dem Begrünen, mit dem Setzen vom Rasen schon angefangen. Hier wird morgen weitergemacht. Schaut auch auf der Rückseite der Zen-Buddha-Figur, da ist auch schon Rasen. So, und dann gehe ich mit euch hier jetzt mal den Weg und wir gehen zur Garteneinfahrt. Hier, das ist ein Lapacho-Bäumchen. Richtig schön groß schon geworden. Auch eins von denen, die wir gepflanzt hatten. So, und schaut, also auch hier haben wir überall Rasen. Auch auf der Seite haben wir schon Rasen gesetzt. Da drüben haben wir Rasen. Also alles in allem, wie ihr sehen könnt, ist es schon wirklich sehr, sehr grün geworden. Sehr hübsch. Ja, jetzt noch einen kleinen Weg zum Parkplatz, dass ihr seht, wie es da gegangen ist. Schaut mal hier. Schöne Pflanzen. Das hier ist eine Trompetenpflanze, die dann lila Blüten hat. Da mussten wir wegen Läuse oder Spinnmilbenbefall, mussten wir alle Blätter wegmachen. Die kommt jetzt aber gerade richtig schön wieder. So, hier seht ihr Maracuja zur Beschattung des Parkplatzes. Und dann seht ihr, ich weiß nicht, ob wir es jetzt richtig schön groß kriegen, da oben die Blüten. Seht ihr diese schönen Blüten? Da, okay. So, hier ist uns eine Pflanze mal kaputt gegangen, da mussten wir neu ansetzen. Und hier, das seht ihr hier jetzt vielleicht richtig schön, auch eine Maracuja-Pflanze, die hat auch verschiedene Blüten. Und wenn man quasi in den Zen-Garten reinkommt, sieht es eben so aus. Man läuft hier drunter. Es ist noch nicht ganz zu, aber es wird immer schöner. Hier haben wir Orchideen hingepflanzt in diesen Schiffchen. Und auch auf der anderen Seite, da ist es ein bisschen härter, weil da einfach weniger Schatten und alles ist. Deswegen sind da die Maracuja-Pflänzchen und auch diese Blütenpflanze ein bisschen niedriger. Um den Brunnenschacht haben wir Bananenpflanzen. Hier das, der Bougainvillea, der heißt hier in Paraguay Santa Rita, der wird hier schön hochwachsen. Auch hier nochmal Orchideen. Hier haben wir auch eine schöne Fläche, wenn diese Pflanzen hier, diese kleinen, groß sind, sehen die so aus wie diese hier. Ja? Hier haben wir auch wieder eine Orchidee. Und hier wieder eine Bougainvillea, die jetzt eben auch hier nach oben wächst und mit bei der Beschattung helfen wird. Und guck mal hier, diese vielen Blüten. Vom Maracuja. So, mit diesem schönen Blick über die Maracujas und hier unseren schönen Rosenstock wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit. Ihr seht, im Zen-Garten Paraguay wird es immer grüner und immer blumenträchtiger. Und lasst es euch gut gehen. Bis bald wieder in einem neuen Video. Ciao, ciao. Ach ja, was ich wieder mal vergessen habe. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch uns geben. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, das findet ihr auch direkt unter dem Video. Und nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr wisst, wenn es neue Videos gibt. Also bis bald. Viele Grüße vom Team Zen-Garten Paraguay. Ja, hier folgt ein kleiner Nachtrag, weil ich die letzten 10 Tage nicht dazu gekommen bin, das Außenvideo vom Zen-Garten zu verarbeiten und zu publizieren. Können wir das jetzt hier noch dazu hängen? Also, wir haben seit ein paar Tagen diesen Generator. Der ist vor allem, hat er die Aufgabe, die Brunnenpumpe mit Strom zu versorgen, wenn wir hier Stromausfall haben oder wenn zum Beispiel eine der drei Phasen fehlt. Wir haben eine Brunnenpumpe, die braucht mit den 109 Metern, braucht die doch eine bestimmte Leistung und deswegen hat die drei Phasen. Und wenn bei unserem Stromanbieter der Ande eben eine Phase fehlt, kann die Brunnenpumpe normalerweise eben nicht funktionieren. So, also wir haben hier eben so eine mittelgroße, die eben genau für die Brunnenpumpe langt und dann eben noch für das Tor, wenn wir sie einsetzen und auch für ein paar Außenlichter. Da hinten ist eine Regulierungseinheit, da müssen wir die Säule noch verputzen und die ist dann innen drin. Wir haben es jetzt gerade vor Regen ein bisschen geschützt. Und natürlich haben wir ein Dach hingemacht, damit sie vor der Sonne, aber vor allem der Generator vor dem Regen geschützt ist. So, und dann habe ich noch etwas entdeckt, was ich euch gleich auch noch zeige.
Hier, eine unserer Orchideen, die wir vor kurzem eben in so ein Schiffchen gepflanzt haben, bekommt ihre Blüten. Also, da wird es demnächst einfach noch ein paar schöne Fotos zu geben. Aber das ist das eine. Und dann noch eine kleine andere Sache. So, ganz neu. Unsere zweite Sorte Maracuja hat hier jetzt eben auch schon die ersten Früchte. Das ist eins davon. Wenn ich mich recht erinnere, ist das eine Maracuja-Sorte, die etwas süßer ist als die ganz gelben, die doch sehr, sehr viel Säure haben. Und ja, wir lassen uns einfach überraschen und freuen uns darauf. Also, mit diesem Blick hier zu den Maracuja-Pflanzen wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gern einen Daumen hoch. Viele liebe Grüße aus dem Zen Garden Paraguay.